Guten Morgen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. wie geht es euch? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch geht. Ich muss jetzt arbeiten. Und heute ist ein Tag, wo es nach längerem mal wieder richtig schönes Wetter wird. Wir haben auch heute Nachmittag wieder eine Poolparty. Da kommen Kinder und ja, Erwachsene. Und da muss ich nachher noch was vorbereiten, wenn ich von der Arbeit komme. Mein Körbchen ist gepackt. Es ist nicht viel drin. Das meiste hat der Bernd. Unsere Shakes, eine leere Tupperdose. Moment. So, was ich euch sagen wollte, in meinem letzten Vlog, da habe ich erst gesagt, es geht mir besser mit der Übelkeit. Dann am Abend wurde mir ja so extrem übel, so übel war mir noch nie. Und dann habe ich den Vlog beendet und dann habe ich mir tatsächlich die Seele aus dem Leib auf dem Klo und so. Und oh mein Gott, das war so ätzend. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, wenn das jetzt so bleibt, weil manche haben das ja ständig, dieses Übergeben, hat so der Hals gebrannt. Und jetzt zur Zeit hilft mir gegen die Übelkeit Salzstangen. Ja, immer mal zwischendurch eine. Die, ich glaube, die sind vom Netto. Die sind so lecker. Ich habe noch nie so leckere Salzstangen gegessen. Die sind so lecker. Aber vielleicht meine ich das jetzt auch nur. Wegen dem Heißhunger und so. Bernd ist einkaufen. Und auf der Liste stand Salzstangen. Soll ich die nochmal mitbringen? Nein. Okay. So. Packe jetzt den Smurfy ein. Dann geht's zur Arbeit. Ich muss noch meine Nägel neu lackieren. Ich habe die letzte Woche so gemacht. Aber mit Nagellack, dann geht das vorne an der Spitze immer so ab. Ich fand es eigentlich ganz schön. Aber was heißt letzte Woche? Es war gar nicht letzte Woche. Es war Montag oder Dienstag. Also es hält halt nicht so lange. Ne? Es ist halt immer 3-4 Tage. Vielleicht mache ich auch einfach Klarlack wieder drauf. Eben Kaffee kochen in unserer alten Kaffeekanne hier, einfach so mit so einem Aufsatz und Filter. Dann werde ich gleich erstmal den Ventilator bei mir am Nagelstudio anschmeißen, denn es ist jetzt schon sehr warm da in der Ecke, weil da alles Glas ist. Ach, Smurfy, du wartest auf Frühstück, ne? Du hast alles Augenpopel. Komm mal her. Ja, du kriegst gleich dein Frühstück. Um 9. Um 9 ist Frühstückszeit. So. Jetzt hier seht ihr alles Glas und hier ist der Ventilator. Den mache ich jetzt an. So, jetzt mache ich mir meine Nägel eben. Wenn ihr ein schönes Nagelöl sucht, ne? Da, Wildkirsche. Das riecht so lecker. Das ist richtig lecker. Also das ist nicht richtig lecker, ich habe es noch nicht probiert, aber es riecht halt total lecker. Und es pflegt halt schön die Nagelhaut.
für die, die da Interesse haben, werde ich es unten verlinken. Da. Es wird Krautsalat. Selbstgemachter Krautsalat. Mhm. Mhm. Weil wir wollten morgen türkische Pizza vom Bernd. Vom Bernd. Nein, von der hier vom Garten, vom Grill machen, ne? Ja. Aus dem, von dem Pizzastein. Und da haben wir gesagt, gestern kam uns spontan die Idee. Machen wir Krautsalat. Machen wir Krautsalat. Dann bist du noch zum Bauern gefahren gestern auf dem Feiertag. Genau. Der Bauer war nicht da. Also war zu. Also nicht zu, aber macht später erst auf. Andere Öffnungszeiten, wie ich mir gewünscht habe. Genau, und deswegen. Unser Poolstaubsauger ist gekommen. Ja, wir haben voll lange darauf gewartet, denn ja, auf dem Boden im Pool hat sich so ein bisschen Zeug, so Krümmel und so angesammelt. Nicht so schlimm, aber wäre schön, wenn es weg ist. Und wir wollten das mal versuchen mit diesem Sauger. Und da ist sogar alles mit bei. Also halt ein Schlauch ist da mit bei. Dann halt der Sauger, die Aufsätze und das alles. Bin ich gespannt. Den probiere ich nachher erstmal aus. Und der ist auch von Amazon. Wie sollte es anders sein? Weil überall war alles ausverkauft. Ach, da sieht man das, was alles dabei ist. Der Schlauch, dann hier so Schellen. Alles Mögliche. Ja. Immer wenn ich mit Smurfy mit dem Spielzeug spiele, guck mal, ich habe immer dann die Kugel oder das Spielzeug in der Hand und er will immer den Griff. Dann kann er das, glaube ich, besser beißen, also so festhalten. Aber er nimmt immer die Griffe, ne? Ja, da, bring ihn fein! Super, komm schnell! Ja, fein! Ich bin jetzt schon etwas länger zu Hause und habe für Calvino und mich jetzt hier so ein Sommergericht gemacht. Einfach Nudeln gekocht, dann habe ich kleine Cherrytomaten, ein bisschen Olivenöl angebraten und Paprika, ganz viel Knoblauch und Petersilie und Salz. Und dann habe ich das einfach so, ja, die Nudeln da drin geschwenkt. Und das ist jetzt unser leichtes Mittagessen. Kennt ihr die? Gesalzene Sonnenblumenkerne. Die sind so lecker, aber wir haben gerade noch mal gesagt, festgestellt, die sind so groß, also die Schale. Aber der Kern ist nur so mini klein. Und das ist dann so viel Arbeit, die da rauszuholen. Für, oh, guck mal, der war ganz leer. ja. So ein Mini-Kern. Die Schale und das war der Kern. Aber lecker. Wenn man einmal anfängt, dann kann man erst wieder aufhören, wenn man hier alles wund hat. Und das Poolwasser ist wieder kalt geworden, ne Calvino? Er wollte gestern einmal schon im Pool, aber weil es sich so runtergekühlt hat die ganzen Tage, war es zu kalt. Ich brauche jetzt ein paar Tage, bis es wieder warm wird. Ich hatte euch letzte Woche in dem Vlog gezeigt, dass ich Kräuter trockne im Backofen. Das sind die Petersilie, Liebstöckel, Schnittlauch und so Selleriegrün und sowas alles. Und das wollte ich jetzt hier mit Meersalz mischen, hier rein. Dann wird das alles gehäckselt und dann ist das mein Kräutersalz. Ich habe aber heute in den Kommentaren den Tipp bekommen, dass man die auch, wenn die noch nicht getrocknet sind, einfach häckseln kann mit Salz zusammen und dann trocknen kann, auf dem Backblech ausgebreitet oder so. Das werde ich das nächste Mal versuchen. Also vielen Dank für den Tipp in den Kommentaren. Das probiere ich auch mal aus. Und ja, falls ihr euch wundert, das Geräusch, Staubi ist fleißig, dann muss die Mutti das hier nicht machen. So, jetzt habe ich natürlich gerade hier den Herd wieder sauber gemacht und jetzt habe ich gleich wieder alles voll Krümmel da drauf. Das ist immer so bei mir. Oh je, ob das funktioniert jetzt hier? Ich hoffe, weil die Kräuter, die riechen echt super toll. So, wie viel Salz nehme ich denn da jetzt? Ich versuche es so erstmal und dann gucke ich es mir an.
geht sogar sehr gut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gedacht, dass sich das immer wieder verheddert oder so. Boah, super. Ich meine, das muss zwar nochmal, aber das wird ja echt pulvermäßig. Ey, da hätte ich echt nicht mit gerechnet. Toll. Schaut euch das an. Boah, wenn ihr das riechen könntet. Ich muss das probieren. Mmh. Ey, das ist die geilste Brühe. Da braucht man gar keine Brühe mehr. Diese fertige. Ich zeige euch, welche wir immer haben. Die hier. Und da ist, glaube ich, obwohl das Bio ist, ist da Mononatriumglutamat drin? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Nee, ist nicht. Das ist auch halt nur so. Aber halt Glukosesirup und so. Egal, selbstgemacht ist immer besser. Ja, freue ich mich. Jetzt brauche ich nur noch ein schönes kleines Schraubglas. So, ich habe das hier. Das hat auch schön so einen Gummirand, dass das schön dicht bleibt. Aber ich hätte gedacht, das wird mehr. Schon gedacht, was für eine Schande, diese tollen Kräuter, die wir im Garten haben, die kann man ja alle gar nicht essen so schnell. Aber das ist doch echt super. Da freue ich mich richtig drüber. Mm, das schmeckt gut. Schaut euch an, wie fein das geworden ist. Toll. Ja, unsere neue Brühe. Muss ich noch mehr Kräuter sammeln. So, jetzt kommt gleich unser Besuch für die kleine Poolparty, die wir machen. Und ich habe schon was vorbereitet. Heute gibt es als Snack Oliven, dann diese kleinen Cocktailtomaten, Paprika, Möhre, Äpfel. Die schneiden wir frisch auf. Und Pfirsiche. Und hier noch Physalis. Boah, sorry, ich bin voll außer Atem. Ich habe gerade den Müll weggebracht. Boah, und das fand ich so toll. Hier ist die Verpackung aus 100% Zuckerrohrfaser bei den Physalis. Und die liebe ich ja zurzeit. Ne? Die sind so lecker. Also alles früchtemäßig oder Gemüse esse ich total gerne, was so frisch und knackig ist. Habe ich einen hohen Verschleiß zurzeit. Auch Kirschen, boah, die esse ich kiloweise zurzeit. Davon kann ich gar nicht genug bekommen. Ja, ich werde jetzt gleich aber nicht filmen, wenn der Besuch da ist. Einfach ein bisschen für uns genießen. Und ich melde mich einfach nachher wieder, wenn die wieder weg sind. So, der Besuch ist weg. Ich bin schon eine halbe Stunde oder so jetzt drin. Ich habe schon alles aufgeräumt wieder. Also, das war jetzt nicht so viel, halt die Gläser weggeräumt und sowas alles. Und, also in die Spülmaschine. Die läuft jetzt. Und dann habe ich mich einfach hier aufs Sofa gelegt. Bernd kommt gleich nach Hause und bei uns gibt es heute gar nichts Warmes abends zu essen. Wir haben heute nur die Nudeln gegessen, aber ich hoffe, Bernd hat auf der Arbeit was Warmes gegessen. Bei uns gibt es nämlich nachher Butterbrote. Und jeder kriegt einfach so eine Suppe dabei. Die kann man dann schlürfen oder dippen. Bernd mag auch gerne Tomatensuppe dabei, diese aus der Dose. Mal gucken. Je nachdem, worauf wir so Lust haben. Und morgen wollte ich wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht sicher, kein Vlog drehen, sondern Schwangerschaftsupdate. Ich bin nämlich jetzt in der 10. Woche, ab morgen bin ich in der 10. Schwangerschaftswoche. Und das letzte Schwangerschaftsupdate habe ich ja gedreht, 4. bis 5. Schwangerschaftswoche. Und deswegen wollte ich das morgen mal in Angriff nehmen. Und vloggen passt morgen sowieso nicht so gut, denn morgen kriegen wir sehr viel Besuch, Familienbesuch hier zu Hause.
Das heißt, am Vormittag bin ich hier am Wuseln mit alles Putzen und so. Und am Nachmittag sind wir dann draußen. Und wir hatten gedacht, dann, um unseren Gästen ja auch was zu essen anzubieten, machen wir dann türkische Pizza auf dem Pizzastein draußen im Garten auf dem Grill. Also diese Pizza mögen ja wirklich alle. Das haben wir ja schon mal gemacht, als wir Besuch hatten. Und das finden alle so lecker. Und wir wollten einfach mal türkische Pizza machen in vegan. Wir haben gesagt, wer Fleisch möchte, der kann sich das gerne selber vorher zu Hause anbraten und kann das dann hier sich auf seine türkische Pizza machen. Wir machen die jetzt halt in vegan. Und sind gespannt, wie das dann so ankommt. Unsere Kochkünste. Und ansonsten, ja, dann ist auch eh schon abends morgen, wenn die weg sind. Und dann, deswegen passt Vloggen nicht so. Deswegen wollte ich zwischen dem Putzen oder nach dem Putzen eben so ein Schwangerschaftsdate, Update drehen. So. Und dann ist Sonntag. Sorry. Und Sonntag weiß ich noch nicht, ob ich vlogge. Ich weiß auch noch gar nicht, was wir vorhaben. Wahrscheinlich werden wir nur gammeln und liegen und vielleicht halt mit dem Hund spazieren gehen, aber halt nichts Weltbewegendes machen. Es soll auch regnen. Und dann lohnt sich ein Vlog auch nicht. Und deswegen vlogge ich vielleicht erst Montag wieder. Aber ja, ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.